Hallo und ganz herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part Anno 2205. Beim letzten Mal sind wir hier in der Arktis stehen geblieben, nachdem wir die auch beim letzten Mal freigeschalten haben. Wir hatten zudem unsere erste Begegnung mit Orbital Watch und wir haben den ersten Part von unserem Weltraumaufzug fertiggestellt. Wir haben uns auch natürlich hier dann automatisch schon mit der Mechanik der Arktis vertraut gemacht. Wir haben aber auch am Ende erfahren, einerseits wie diese Arktis hier zu der die Zeit, also 2205, überhaupt noch bestehen kann, und zwar mit Klimastabilisatoren, wie das hier einer ist. Aber auf einem anderen Teil der Map hat da die Orbital Watch mal wieder Probleme gemacht. Da müssen wir uns gleich drum kümmern, falls ihr den letzten Part verpasst habt oder nicht mehr wisst, was da vorgekommen ist. Übers i ist er auch nochmal verlinkt. Ich möchte ganz kurz mich aber noch um Arbeitskräfte hier kümmern, damit hier alles gut läuft. Dazu brauchen wir aber noch ein bisschen Bauschaum. Und dann werden wir unsere zweite Schlacht schlagen, hoffentlich erfolgreich, und die Orbital Watch erstmal aus dem Gebiet der Arktis zurückdrängen. Und dann geht da ganz normale Anno-Grind weiter. Wir müssen unsere Bewohner aufsteigen lassen. Dazu brauchen wir Sachen eben hier aus der Arktis. Aber das dann, sobald wir das dann... Oh, das reicht hier nicht. Wenn ich das mache, passt das noch mit der Wärme? Das passt noch. Ah, nee. Wie könnte ich das noch... Also das aber auch nicht zählt, dass die komplett im Radius sein müssen, ist ja schon... Das ist schon frech. Wir könnten hier aber die Arbeitskraft runterregeln. Dazu brauchen wir Bauschaum. Dann lassen wir das mal ganz kurz machen. Wenn ich das runterfahre, ja, dann ist die Wärme auch weg. Wie viel Arbeitskraft brauchst du? 50, dann wäre es besser, sogar hier erstmal Arbeitskraft einzusparen. In der Hoffnung, dass dadurch dann alles produktiver läuft. So. War das jetzt das Richtige? Drohnen. Arbeitskraftwartung. Energie. Logistik. Müsste passen eigentlich. 40, ja. Und trotzdem noch 55. Okay, ich habe ja... Ich habe extrem übertrieben. Naja, dann machen wir doch erst die Angriffsmission. Und bis dahin haben wir dann hoffentlich genug. Genau. Mission Konfliktzone Quanitak. Hier sieht man schon den Klimastabilisator. Da nehmen wir das Ganze schon mal an. Und das sollte relativ schnell laden, weil ich habe es extra auf einer guten Festplatte hingepackt. Ja, perfekt. Dann schauen wir mal, was da los ist. Hier. Siehst du den Schlamassel? Die Transmitter erzeugen überall Interferenzen. Und sie werden auch noch von Schlachtschiffen bewacht. Ich würde mir gern von Dr. Eigenbrödler erklären lassen, wie wir damit fertig werden sollen. Ein Glück, dass du uns nicht hängen lässt. Vor langer Zeit haben die Leute geglaubt, dass der Mond für das Wetter verantwortlich ist. Wir werden beweisen, dass das stimmt. Naja, Ebbe und Flut kommt halt vom Mond. Ich weiß jetzt nicht, was er meint. Die Mission ist auf jeden Fall schon deutlich schwieriger, kann ich euch sagen, als die erste, weil wir haben kein Heilschiff dabei, was uns durchgängig heilt. Das bedeutet, jetzt müssen wir auch cleverer mit unseren Waffen und allem umgehen. Dieses kleine Boot ist auf jeden Fall ziemlich stark. Ansonsten ist es aber noch nicht wirklich eine schwierige Mission. Bedeutet, ich bin eigentlich guter Dinge, dass wir das ziemlich problemlos schaffen. Etwas, was mir beim Schnitt von Anno 2205 aufgefallen ist, ist tatsächlich, das wollte ich mal ansprechen, weil das mich hat's gewundert, ich habe es anscheinend noch gar nicht angesprochen, dass der Grafikstil ziemlich cool ist. Also jedes Anno hat ja so ein bisschen so seinen eigenen Grafikstil, sage ich jetzt mal, wo man dran erkennt. Wenn ihr jetzt mal dran denkt, Anno 1404 war ziemlich bunt eigentlich und farbenfroh. Anno 2070 war je nach Fraktion aufgeteilt. Also wenn man die Initiative genommen hat und eine klimaneutrale oder sehr gute Umweltbilanz hatte, dann hatte man eine ziemlich grüne Insel, oder es war relativ grünlich, wenn man Global Trust hatte. Und so funktioniert übrigens die Reparatur. Und Global Trust, dann war es so gräulich. Und dann hast du einerseits das Spiel hier gehabt, was sehr kontrastreich ist. Und dann Anno 1800, das hatte so ein bisschen so einen retro verblassenden, gelblich wärmeren Farbton. Schwierig zu sagen, ich bin da kein Fachmann oder so, darum entschuldigt, wenn das nicht ganz akkurat ist. Ich muss mal gerade gucken, was ist unsere Mission? Befreie die Klimastabilisatoren. Sind das hier welche? Nee, das sind Schiffe.
Wo sind die? Ist das Ding? Ja, das sind die Teile hier. Okay, hier, hier und da. Ja, dann geht's einfach hier durch. Wir könnten hier... Ich weiß gar nicht, was ist denn das für eine Mission? Also, was muss man da machen? Nuklearrakete abgefeuert. So, mal kurz hier damit einer... Oh, wir müssen mal reparieren kurz. Ja, und ich muss sagen, der Grafikstil hier von dem Anno gefällt mir fast sogar besser, weil er halt farbreicher ist. Und ja, das spricht mich irgendwie mehr an. Und ich muss sagen, Anno 2205, dafür, dass es von 2015 ist, sieht immer noch sehr gut aus. Damals war das auf jeden Fall vorzeigemäßig, das Spiel, was Grafik angeht. Darum wundert es mich nicht, dass es immer noch so gut aussieht. Aber ja, ich würde sagen, ich würde nicht direkt erkennen, dass es aus 2015 ist. Wenn man dran denkt, was da für Spiele rausgekommen, wobei 2015, ja, seitdem hat sich grafikmäßig gar nicht mehr so viel getan, weil Witcher ist ja auch aus 2015, oder? 2015, 2014 müsste auch Witcher so sein. Darum, naja, ist auf jeden Fall grafikmäßig immer noch toll anzusehen, finde ich, Anno 2205. Was auch funny ist, das ist mir auch aufgefallen, als ich gestern Witcher geschnitten habe, weil da ging es ja jetzt mit den DLCs los, nachdem Starfield rum ist. Das ist das andere Projekt, was gerade wieder läuft. Also falls ihr euch dafür interessiert, wie nehme ich jetzt den Auftrag eigentlich an? Ah, sammeln Sie Fässer von Fahrzeugen. Mit Ihrem Fahrzeug. Welche Fässer? Mal gucken. Ach so, das sind so... Da sind... Oh Gott. Ja, nee, das machen wir nicht. Nicht hier. Das lohnt sich nicht. Dann gehen wir hier hin. Während Anno 1800, also Anno 1800, das Projekt von damals, lief ja identisch zur selben Zeit wie Witcher. Und jetzt das nächste Anno läuft schon wieder mit Witcher. Ist irgendwie so eine Traumkombi anscheinend, was man gut machen kann. Nee, lass mal. Darum, es ist echt ein bisschen, ich sollte nicht so viel quatschen, wenn wir hier kämpfen, vor allem wenn es nicht mehr so einfach ist wie beim ersten Mal. Wo ich mich zumindest mal kurz zumindest konzentrieren muss. Oh, wir haben auch noch Unterstützungsflotten, das ist natürlich gut. Jetzt ist glaube ich hier, ach doch, hier sind noch Geschütze. Das lasse ich mal. Man kann das hier eigentlich ganz gut machen, wenn wir hier durchfahren. Nuklearrakete abgefeuert. Ja, so nämlich. Jetzt kann man das machen. Man kann hier mal eine Unterstützungsflotte herholen. Was war das? EMP-Impuls. Verhindert Bewegung der Schiffe. So. Hey, hier kommen ja Schiffe raus. Stimmt ja, so war das. Was macht ihr eigentlich? So, weiter geht's. Mehr Unterstützungsflotten. Solange die auf meiner Seite sind, ist das ganz cool. Aber dann haben wir gleich die Mission schon geschafft und können uns wieder mit dem Aufbaupart hier von Anno 2205 beschäftigen. Ja, pass auf, die kann ich auch noch zerstören. Und zwar indem ich das hier zerstöre. Hier kann man noch was zerstören, hier kann man noch... Schade, ich wollte noch ein bisschen das Ganze heilen. Bringt zwar nichts, aber jetzt das sind die Sachen eh unnützig. Unnütz. Wofür sind jetzt aber die Sachen eigentlich? Oh, wir haben wir nicht genug Geld, doch. Ach, Iridium. Okay, dafür brauchen wir jetzt Iridium nur noch. Tja, dann ist es ja gut, dass wir mehr als ein Gebäude haben, was? Sie sind wieder da? Ja. Wie sieht es aus? Eigentlich alles gut gelaufen. Ich habe Sie falsch eingeschätzt. Verzeihung. Ach, danke. Aber seien Sie versichert, wir werden Ihre Unternehmungen unterstützen. Jetzt auf einmal. Ich bin sicher, wir haben Sie nicht zum letzten Mal gesehen. Aber die Global Union wird nicht auf Drakes Forderung eingehen. Das Mondlizenzierungsprogramm muss weitergehen. Ja, das können du wir gerne dich immer noch an die machen. Firma. Dabei könnte deine Stimme die Welt erschüttern. Das können wir machen. Jetzt upgraden wir aber erstmal den Raumhafen. Die Orbital Watch stellt eine größere Gefahr dar, als wir dachten. Drake muss geheime Unterstützer haben. Es ist unabdingbar, dass die Union auf dem Mond eine starke Präsenz zeigt. Und um das zu ermöglichen, müssen wir eine Flotte Kolonie-Shuttles hochschicken. Es ist an der Zeit für die Erforschung von Raumfahrttechnologie. Der Meinung bin ich auch. Zu wenige Arbeitskräfte für ja, wie können wir Konservennahrung? Wir können Gucken mal Sie ein bisschen sich hier aus, ich schätze, vollstes Vertrauen in. Food produzieren, dann müsste das ein bisschen nach oben gehen. Achtung, dazu mal kurz gucken. Mit bestimmten Verbrauchsgütern entdeckt.
Wie kriegen wir das am blödsten jetzt hier rein? So, müssen wir mal gucken, ob man... Ja, hier kann man tatsächlich Häuser hinbauen. Das heißt, wir machen es mal so. Ich verspreche, dass wir den Custodians keinen Anlass zu Beschwerden geben werden. Ja, ja, da schauen wir mal, ob ihr das schafft. Wir bräuchten auch noch eine Geothermie-Turbine. Wir brauchen ziemlich viel Bauschaum. Haben wir mal kurz, wir können mal ganz kurz hier zu dem Lager und uns ein bisschen was kaufen. Geldmäßig haben wir einiges Weltmarktneuigkeiten. Ich glaube, das basiert tatsächlich darauf, wie oder was andere Spieler machen und verkaufen. Aber ich könnte mich auch irren, dass das eigentlich egal ist. Warentransport im Gange. Ach, das kriegen wir automatisch. Okay, das müssen wir noch nicht immer mit dem Schiff, aber gut, das macht es um einiges einfacher. Aber ja, viele wird das sicher nicht gefallen, dass das dann so einfach geht. Das hier muss weg. Was wollen Sie? Oder? Ja. So, hier ging ja normalerweise der Weg entlang. Aber mal gucken, ob wir das überhaupt noch einhalten können. Das ist so die andere Frage. Früher oder später muss dann hier... Wo ist denn... Ja, hier dann vielleicht? Maybe. Oder hier. Man könnte auch hier mal machen. Und dann kann man hier, glaube ich... Nee, kriegt man... Wenn wir sagen, wir machen das hier, hier und machen hier noch ein drittes hin. Wie weit können wir dann runter? Hier hin. So, vielleicht erstmal. Wir brauchen auf jeden Fall jetzt Strom. Dazu machen wir, nehmen wir das? Ne, wir nehmen das hier. Logistisch ist das natürlich eine Vollkatastrophe. Müssen wir gleich mal gucken, wie wir das lösen. Aber dafür, da fällt uns sicher was ein. Nein, so nicht. So, jetzt brauchen wir Logistik. Hier haben wir plus 25. Plus 25. Ah, nee, da, ja, ich gucke woanders. Hier haben wir nur plus 9, okay. 26, 27, 21, 25, 28 sogar. Kriegen wir das noch gedreht? Es ist halt ein bisschen... Irgendwann werden wir es wahrscheinlich umbauen nochmal. Ach, das gibt gar keine Wärme, das Gebäude. Interesting. Ja, dann machen wir das mal weg. Und machen hier noch das hin. So. Reicht das schon an Fisch? Aber Sie sollten wenigstens die Grundlagen liefern können. Nee, wir machen aber auch zu wenig Fisch. Aber das liegt an den Arbeitskräften, oder? Ist schwierig gerade zu sagen. Wie viel brauchen die? 25, okay. Das heißt, du brauchst... Wie viel brauchst du? 10. Das ist nix. 10, egal. Dann machen wir hier immer noch ein bisschen die hier runter. Nein, das ist nichts. Sieht aber auch cool aus. Wir müssen uns hier mal wieder die Gebäude anschauen. Ganz kurz. Mit dieser Spinne, die sich hier in diesem Berg frisst, finde ich, das sieht einfach cool aus. Hat was. Und das Ding hier hinten? Ja, funktioniert mit warmem Wasser hier in der Arktis. Kann man das sicher machen. Der Fisch hier wird mit so kleinen Booten reingeholt und hier über so Netze hochgefördert. Auch interessant. Und dann geht es hier weiter, werden die verpackt und... Ab geht's nach da oben in so rote Kisten. Ja, kann man machen. Sehen wir hier was? Da kann man ein bisschen durchs Dach gucken. Aber sonst erkenne ich da eigentlich nichts, was da gemacht wird. Gut, ich mache mal ganz kurz Plus. Wir müssen jetzt eigentlich, stellen Sie eine Transferroute für Vitamindrinks. Ja, das könnte auch nochmal die Leute nach oben pushen. Das ist eigentlich keine schlechte Idee vom Spiel. Darum, neue Transferroute, so funktioniert das, von hier nach dort.
Kann man mal machen, wir sind da im Plus. Darum, das macht tatsächlich, also kostet was. Aber lohnt sich auf jeden Fall und man kann auf eine Route ziemlich viel packen. Die Kosten bleiben gleich. Es gibt später, glaube ich, noch größere, das weiß ich gar nicht. Aber muss man mal gucken. Und jetzt seht ihr hier übrigens automatisch, deswegen das Spiel ist ein bisschen einfacher. Vitamindrinks sind sofort da. Das ist halt, ja, in dem Spiel ist das halt so. Dafür haben wir jetzt auch genug Arbeiter, das ist schön. Damit können wir jetzt auch mal die Versorgung uns hier richtig angucken. Und wir brauchen eindeutig mehr Konservennahrung. Upgraden wir erstmal die Fischer dann. Und dann kann man hiermit, wenn wir ein bisschen mehr Schaum produziert haben, da warten wir kurz, beziehungsweise verschnellen das, beziehungsweise kaufen nochmal nach. Ja, wenig Neuroimplantate. Da kümmern wir uns drum, wenn wir genug Fisch haben. Machen wir mal aktuell hier so hin. Machen wir, okay, das war falsche Höhe. Und da auch. Dass ich das nicht hinkriege. Wo war Alba? Ja. Ist jetzt nicht so wichtig. Wenn ich das hier... Ja, passt auch noch nicht. Das hier... Oh, hier haben wir in der Mitte aber noch einen... Können wir, wenn wir die drehen... Ich vermisse das Drehen per Mausrad tatsächlich. Das geht hier nicht. Ich mache mal kurz das. Das... Hier. Dann haben wir hier. Optionen erweitert. Ja, das ist halt kein großer Bereich, was die abdecken. So auf jeden Fall schon besser. Gehen wir mal hier näher hin. Ich hoffe, das reicht. So, und dann haben wir das. Bitte, ah, das reicht natürlich nicht. Hier kriegen wir noch nicht einmal, wenn ich das so mache, reicht das aber auch noch nicht. Ja, das meckert und das meckert, das ist ja hervorragend. Nur eine meckernde Bevölkerung. Kriegen wir das, wenn, ah, wir kriegen zumindest das versorgt. Ist noch nicht das, was ich mir vorstelle tatsächlich. Wenn ich, huch, das wollte ich nicht. Wenn ich die nochmal drehe, dann kriege ich es halt hier schön mit. Ah, das bringt das mehr. Dann kriegt man halt die hier in der Mitte nicht. Mach mal das weg. Ja, ja, meckern noch nicht. Aber man müsste das... doch, man müsste es so machen. Beziehungsweise macht man das dann... Huch, das ist nicht richtig. Auch noch immer nicht. Aber eigentlich schon. Machen wir es mal hier so gerade. Dann hätte man... Das hier. Und nein, nicht das. Beziehungsweise doch das. Na komm, lass dich ziehen. Danke. Dann hätte man... Das hier. Wenn man da jetzt automatisch so ein paar Dinger im Kopf hätte, so ein paar perfekte Routen. Ah, das passt aber hier schön. Hier nicht, weil hier an diesem Ort gibt das hier. Kann man aber so machen. Sieht sogar was aus. Das wäre dann hier. Oder? Ne, wäre hier dran. Dann wäre das hier weg. Wird eh nicht mehr versorgt.
uns so. Beziehungsweise so erstmal. Naja, wir haben zumindest ein paar... Huch. Nein. Ich bin aus Versehen auf OBS schließen gekommen. Das ist nicht gut. So, hier kann man mittlerweile auch Sachen wieder einsammeln. Stimmt. Muss ich immer mal gucken. Aber das sehe ich so schlecht. So, Neuroimplantate. Dazu brauchen wir die hier. Nur die, okay. Dann dahin und... Ah, das kriegen wir hier schön verbunden. Jetzt ist die Frage, wie viel Wärme gibst du? Du brauchst 20.000. Ja, da brauchen wir erstmal ein bisschen Geld. Für Geld? Wir haben zum Glück eingestellt, dass wir viel Geld kriegen. Nur vom Anfang haben wir noch ein paar Probleme. Können wir hier schon mal hin. Und uns hier drum kümmern, dass hier genug Bevölkerung da ist. Wir können uns schon mal vielleicht mit der Brücke beschäftigen. Guten Tag. Huch. Die Arbeit an einem Projekt hat begonnen, das den Weg für Generationen weisen wird. Sind Sie der Lage gewachsen und werden unser Partner? Noch nicht, aber zu einer späteren Zeit wahrscheinlich. Wir machen hier mal schon mal die Brücke. Fünf Minuten. Dann haben wir was. Nee, wir können keine Leute hier upgraden. Ist das richtig? Das scheint auf der Arbeit ein zu Problem? Passen. Verjüngungskuren bzw. Wasser müssen wir erstmal machen. Für die Verjüngungskuren brauchen wir dann die Algen. Was haben wir hier? Auch nochmal Wasser. Ja gut, können wir auch nochmal ausbauen gerade. Kostet ja dann nicht mehr Bewohner. Stimmt, das war so ein Drei-Stufen-Prozess, der erste. Man könnte hier noch Algen hinbauen, beziehungsweise ich würde einfach mal gerade das Ganze hier verschnellern. Weil ich glaube, es ist am besten, wenn wir dann rübergehen. Wir brauchen neue Energie. Hier könnte man das hinbauen, aber ich glaube, hier, genau hier haben wir direkt solche Produktionsdinger. Ich würde dann ganz kurz die Zeit nutzen. Hier kostet die wahrscheinlich genauso viel, gell? Das heißt, ja, aber 15 Minuten nur. Nur. Aber dann hätten wir alles davor, also frei. Hier könnte man später eine richtig große Stadt hinbauen. Das ist, glaube ich, ein cooler Spot. Dann kann man den Bereich hier für ein bisschen Produktion nutzen, würde ich fast sagen. Hier haben wir was, das können wir zum Glück schon einsammeln. Das ist ganz cool. Weil jetzt hier noch groß hinzubauen, also die hier wegzuräumen. Sie vorsehen. Diese Leute schießen erst und stellen danach keine Fragen. Achso, die Mission ist jetzt, es ist eine neue Kampfmission verfügbar. Alles gut. Hier haben wir auch noch gar nichts erweitert. Müssen wir mal gucken, was so vielleicht zwei von denen erweitert geben. Dann können wir... Autorisiert. Sehr schön. Woran fehlt's? Ja, okay, wir bräuchten Graphen. Dazu könnten wir jetzt ein paar Sachen kämpfen. Haben wir... Einkratzer. Haben wir die noch auf schwierig? Einkratzer und ich. Sie müssen sich vorsehen. Okay, das gibt gar kein Graphen. Verflucht noch eins. Dann machen wir das mal ganz kurz. Das geht ganz schnell. Rennen wir da einfach kurz durch. Hier fehlt es an Fisch. Immer noch. Okay, müssen wir auch uns drum kümmern. Kampfstationen einnehmen. Ja, das kennen wir. Sehr schön. Let's go. Wir gucken mal. Ich weiß gar nicht. Das ist Treibstoff. Volle Kanne drauf. Das haben wir ja beim letzten Mal zum Glück ziemlich schnell abgeschlossen gekriegt. Verstanden. Ja, voll drauf. So, wir haben auch einmal Nuklear. Starte Nuklearrakete. So, nehmen wir mit. Einmal den Turm. Dann heilen wir kurz. Ich mache das Ganze jetzt im schnellen Durchlauf. Bestätigt. So, Graphen, sehr schön. Hier kann man noch Sachen mitnehmen. Hier kann man auch noch ein bisschen was niederreißen. Hier haben wir einmal die ultimative Fähigkeit wieder. Im Gange. Aber erstmal die hier mitnehmen. Selbstreparatur. Heilen. Stationen einnehmen. Alle Zugänge blockieren. Niemand darf entkommen. Startet wieder so. Mit einem Feuerwerk. Kampfstationen. Sie greifen an. Und jetzt die hier noch mitnehmen und fertig. Missionsergebnisse. Sehr schön. Einfach so reinrauschen und so, alles 32 Graphen besetzt. Okay, den
Normalerweise passiert das nicht so schnell, dass man hier besetzt wird, aber okay. Dazu müssen wir irgendwie unser Schiff hier herholen. Achtung. Wo war? Wie kriegen wir die nochmal her? Kommandoschiff, ja. Bestätigt. Zerstören Sie die feindlichen Schiffe. Ja, aber wie kriege ich nochmal meine ganze Flotte hierher? Raumhäfen Stufe 2. Sektoreigenschaften. Kundenanalysen zeigen unerfülltes Bedürfnis an bestimmten Gütern. Irgendwie kann man die herrufen. Hier. Ah ja, rufen Sie die Flotte. So, mal kurz warten. La 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 la. Von wo kommen die? Wahrscheinlich von hier unten irgendwo, oder? Achso, dauert noch kurz. Flotte erreicht Position. Ja, wo? Ah ja, wieder unten, wie ich sagte, da unten. So, dann direkt drauf. Wir kriegen hier unsere selben Fähigkeiten. Nur so ist es eigentlich auch möglich, hier auf den Karten zu fighten. Also immer, wenn so eine Besetzung kommt. Ansonsten ist das erstmal nichts. Oh, warum können die hier einfach durchfahren? Weil ich werde hier besetzt und die machen gar nichts. Sind unterwegs. So, dann ihr zwei. Feuer frei. Hier einmal. Wie viel denn noch? 4 Stück. Gibt dann zumindest ein bisschen Iridium. Auch wenn wir gerade kein Iridium brauchen, sondern Graphen. Dafür braucht man die Scheiße also. Du bezahlen. Ja, ja. So, du kannst wieder Fahrzeuge wählen. Ihr könnt wieder weg. Eigentlich. Dann bleibt halt da. Gut, dann geht's doch nochmal auf die andere Map. Müssen wir mal gucken. Produzieren sie... Ah, nee, wir sollen... Aber... Nee, wir brauchen... Wie viel war es? 20.000, gell? Das haben wir locker. Wo haben wir denn jetzt unser ganzes Geld her? 20.000 waren es, wenn ich es richtig noch weiß. Für die erste Fabrik zumindest. Hier macht es übrigens wenig Sinn, diese Module dran zu bauen, weil, naja, die machen nur ein bisschen mehr Wärme. Kann man nutzen, falls man irgendwie Platz braucht oder so, aber ansonsten sind andere Sachen praktischer. Unsere Kontroll- und Kommunikationssysteme im All werden über solche Schnittstellen bedient. Machen wir hier hin. Hier. Hier. Ja, macht das so viel Sinn? Ich würde es vielleicht mal drehen. Dann machen wir das hier weg. Klar. Du erstmal dahin. So, dann kannst du hier hin. Du dorthin. Du dorthin. Du dahin. Dahin. So. Ja gut, da hinten ist ein bisschen unnütz. So groß ist der Bereich nicht. Ist halt wieder frech, dass das genau nicht geht. Aber naja, was will man machen? Hier kann man mal das kurz ausbauen. Achtung, perfekt. Mangel an Transportern beeinträchtigt ja. Produktion. Da kümmere ich mich schon drum. Plus 34. Hier geht's auch nicht. Okay, das ist vielleicht dann doch nicht die beste Möglichkeit. Dann machen wir das nochmal weg. Wie groß sind die Erweiterungsblöcke? groß, anscheinend. Ich glaube nicht, dass es gerade. Na gut. Wir machen es mal so. Können wir es noch ein bisschen. Ja, aber ein weiteres Gebäude geht hier nicht hin, gell? Nee. Und auch die Erweiterung geht da noch nicht hin. Man kann die höchstens hier hinten dran machen. Das müsste gehen noch. So. Dann machen wir das noch weg. So viel mehr hat das jetzt auch nicht gebracht, aber man hat zumindest einen schönen Block. Zumindest das. Wie sieht es denn jetzt mit Fisch aus? Haben wir immer noch genug und uns fehlen eindeutig Konserven. Dann bauen wir... Hm.
Bauen wir da noch hin. Vielleicht machen wir doch hier erst noch mal ein bisschen Fisch. Machen das. Na komm. Nimm's. Jetzt zieht das. So. Reicht das? Nee. Man kann ja noch mal die hier hinsetzen. Als ob das nicht reicht. Achso, weil hier auch noch keine Straße dran ist. Ich hätte gerne hier zumindest eine Reihe. Dann würde ich das gerne hier hinsetzen. Hier rein. Dazu mal das hier einfach verbinden. Kann man hier mal eine Doppelstraße machen. Kriegen wir das hier noch irgendwie besser? Eigentlich nicht. Und das hier auch irgendwie reindrehen geht auch nicht, oder? Nee. Das geht nicht. Dann machen wir... Oder so? Nee. Das, das, das weg. Dann wäre es das hier. Das, das. Und das, wobei das jetzt wieder nicht geht wahrscheinlich. Genau. Weg, 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 weg. Weil das eine müsste gehen. Das hier müsste eigentlich funktionieren. Warum tut es das nicht? Achso, das, das liegt hier dran, an dem. Ich verstehe. Ja, okay. Dann nochmal weg. Dann kann man hier notfalls noch so Dinge hinbauen. Brauchen wir noch Fisch? Ja, aber Fisch ist wieder im Negativen. So. Beziehungsweise kann man hier so ein Modul nehmen. Natürlich nicht. Hier ginge das aber. Das bedeutet, hier könnte man... Das müsste doch reichen, oder? Oh Gott, als ob die hier meckern. Ja, oder ich gehe... Ich nehme das in Kauf, dass der meckert. Dafür habe ich hier zwei. So. Dann noch. Ne, das müsste so sein. Wieso meckert der? Der hat doch eigentlich voll. Okay, das geht. Das wäre dann das. Dann kann man das noch hinmachen und so. Gut. Ich würde sagen, das war es erstmal für den heutigen Part, aber wir müssen uns noch ein bisschen hier auf jeden Fall mit der Mechanik beschäftigen und beim nächsten Mal müssen wir mal gucken, wie die Hauptquest weitergeht. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Schaltet gerne im nächsten wieder ein. Bis dann, habt eine wunderbare Zeit, macht's gut und bleibt gesund. Tschüss!